Herzlich willkommen zurück zu Zorg Nemesis. Ich bin gerade zufälligerweise auf die Einstellung gekommen und habe gesehen, dass wir schon 7 von 9 Aufgaben gelöst haben. Du bist ein Wahrsager. Du bist Deutschland. Nein, ja, dass wir ein Wahrsager sind, ist ja eigentlich von vornherein schon klar gewesen, da wir ja Madame Medusa sind. Das wussten wir ja schon von Anfang an. Gut, so. Ich werde gerade ein bisschen melancholisch, nicht nur, weil das jetzt hier die letzten Spielfehler sind, die auf uns zukommen. Nein, sondern da wir uns jetzt das letzte Zimmer von unserem letzten Alchemisten anschauen. Ach, und das stimmt mich ein bisschen traurig. Oh, schön, Farblehre haben wir wieder hier. Noch mal ein Spielfehler. Also jeden Spielfehler werde ich jetzt ehren. Ehren. Okay. Oh, Spielfehler. Ich glaube, das wird ein Spielfehler-Part hier. Man darf es nicht so. Naja, ja, egal. Alexandria. Ein schönes Foto von ihr. Gefällt mir sehr gut. Hat da hier nichts eingeschlossen? Das ist doch auch ihr Medaillon, was sie noch nie abgenommen hatte, aber dann für Lucien hat sie es abgenommen. Schön. Vielleicht hat das hat vielleicht Lucien gemalt, Kann er mir auch mal malen zu Hause für mein Bett. In türkisen Tönen hätte ich das gerne. Das Blau gefällt mir gut. Aufs Bett können wir nicht klicken, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Schauen wir mal, was da an seinem Bett liegt. Oh, das ist die heilige Spielfehlerbibel. Nein, wahrscheinlich ihr Rock. Das sieht aus wie ein Mann hier, ne? Ja, genau, der liegt hier so drin. Oh, Alexandria in klein. Oh, Briefe. Briefe hatten wir lange, lange nicht mehr, ha? Und Alexandria. 15. Mage 925. Lieber Malvio, wie abgesprochen, werde ich sie dir eine Woche nach der Geburt bringen. Oho. Unterschätze die Wichtigkeit deiner Aufgabe nicht. Ihre spirituellen Fortschritte und die Reinigung ihrer Seele sind unerlässlich für den Prozess. Sie wird ein Geschenk für die ganze Menschheit sein. Dr. Sartorius. Vater Malvio, deine Geschichte über das verwaiste Kind hat mich sehr bewegt. Daher nehme ich all meinen guten Willen und stimme deiner Bitte zu. Du kannst dieses Baby zu dir nehmen und bis zu ihrer Volljährigkeit großziehen. Jorok sei mit dir, der große Inquisitor. Okay. Ja, ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, eigentlich ist es ja eh komisch gewesen, wenn er ihr richtiger Vater, ihr leiblicher Vater gewesen wäre. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das in ihrer, in der Religion von denen ist. Vielleicht sind das ja eher so Evangelisten, dann wäre es ja in Ordnung. Aber bei den Katholiken, obwohl, also ich möchte jetzt nicht hier über Religion diskutieren, aber so katholische Priester oder Pfarrer haben ja oft ein Leben lang die gleiche Haushälterin und diese Haushälterin hat dann 3 oder 4 Kinder und diese Kinder werden dann von der katholischen Kirche bezahlt. Ist Fakt. Ja, also ich sage jetzt hier nicht irgendeinen Scheiß, aber es ist echt so. Ah, süß. 18. Estua 935. Liebster Malvio, ich bin von Alexandrias Fortschritten begeistert. Ich glaube, dass die Puzzles, die du verwendest, um ihren Verstand und Geist zu schärfen, Wunder wirken. Und ich kann bereits das Versprechen in ihrer Musik sehen. Ich werde ihr einen Platz im Konservatorium reservieren. Deine ergebene Sophia. Ja. Da ist wieder Alissa Milano.
5. Augur 924. Lieber Vater, ich vermisse dich. Madame Sophia scheint sehr auf mich zu achten. Sie glaubt, dass meine Seele die wahre Macht der Musik in sich hat und dass ich mit Übung die kostbaren Noten finden werde, die die Harmonie der Sphären sind. Ich bin nicht so sicher. Alle glauben, dass meine Musik merkwürdig ist. Findest du, dass ich merkwürdig bin? Ich weiß, dass ich einsam bin. Sorry. Ich vermisse dich immer. Alexandria. Ich musste gerade so schmunzeln, weil sie ja dann Lucienne kennengelernt hat. Erster Mage 943. Lieber Vater, ich sage ich doch. Ich habe jemanden getroffen und das erste Mal seit Monaten fühle ich mich optimistisch. Sein Name ist Lucien Kane und er scheint der Einzige zu sein, der Einzige. Einzige wird natürlich groß geschrieben, ne? Nur als Hinweis. Der Einzige zu sein, der meine Musik versteht. Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann brauche ich mich nicht dafür zu entschuldigen, wer ich bin oder was ich glaube. Endlich habe ich meinen verwandten Geist gefunden, so wie du es immer versprochen hast. Sei glücklich für mich, deine Alexandria. Ja, das wird ihm ganz schön stinken, der Sohn vom alten Kane. Kein Foto. Aber da war mal eins drin. Da ist nämlich noch ein schmutziger Rand. 22. Mage 945. Vater, etwas Merkwürdiges. Ich glaube, da müsste eigentlich auch das groß geschrieben werden, weil etwas. Ja, das Merkwürdige. Etwas Merkwürdiges geht vor und ich muss sehen, dass ich hier rauskomme. Lucienne will mich heiraten. Wir werden dich beim nächsten Vollmond besuchen. Verheirate uns und gib uns deinen Segen für unsere Zukunft. Ich kenne deine Besorgnis, was die Reinheit des Geistes, ja, ist eh schon zu spät, betrifft. Aber denk daran, nicht allen ist es bestimmt, Jorok zu heiraten und in einem Kloster zu leben. Ah, ich sag ja, es ist eh schon zu spät. Okay, weiter können wir nicht gucken. Ach so, hat er vielleicht hier das Foto dann da aufgestellt auf seinem Schreibtisch, auf seinem Tischchen. Na? So. Hä? Das wollte ich jetzt gar nicht. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite vom Bett. Nee. Oh. So. Aha. Das kann ich nehmen. Nee, kann ich gar nicht. Ach so, der Spiegel. Wisst ihr, was witzig ist? Dass jetzt nicht nur unter dem Spiegel was anderes ist, sondern auch hier, ja? Also hier sieht man ja schon, dass jetzt... Naja, mir ist egal. Oh, okay. Es ist natürlich jetzt abends und es ist dunkel, weil ich die Stimmung nicht kaputt machen möchte. Aber gut, dann versuchen wir jetzt trotzdem das mal aufzumalen. Ich hoffe, das ist jetzt links nach rechts, ne? Also dann ist der... schaut geradeaus. Der schaut nach links. Der schaut halb rechts. Der schaut halb links. Und der schaut nach rechts. Oh, dann haben wir ja schon das bald beendet hier. Obwohl, unten, wir müssen ja noch... Was müssen wir hier zusammenbrauen? Wo ist mein Zettel? Das ist natürlich die Sache. Beim letzten Mal habe ich den Mistzettel nicht gefunden. Jetzt habe ich natürlich meinen... Ich weiß nicht, wo meine Zorgzettel hier liegen. Außerdem ist es ziemlich dunkel. Sorry, Leute, ich weiß jetzt gerade nicht, wo der ursprüngliche Zorgzettel rumfliegt. Eisen hatten wir, Zinn hatten wir, Kupfer hatten wir. Das heißt, das Letzte, was mussten wir das Letzte holen? Weiß ich nicht. Halt irgendein Metall. Blei, war das nicht Blei? Okay, den kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Wo habe ich jetzt den Totenkopfzettel hinten? Da.
Steckt doch nicht so eine Kerze, ne? Das sieht doch hier interessant aus. Oh mein Gott, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ha, ha, ha. Oh Gott sei Dank, ich kann zurückgehen. Okay, ich habe jetzt gerade echt einen Schock bekommen. Ich habe jetzt echt gedacht, ich muss jetzt wieder über das Seil. Das wäre mir jetzt, ich hätte jetzt einfach einen neuen, wieder den Speicherplatz geöffnet, ohne Mist. Ey, wir können echt schnell rennen, ne? Boah, ich habe jetzt gerade echt Angst bekommen. Boah, da hier Geheimgänge. Der alte Seil. Und ich wusste doch, dass da unten nämlich das aussah wie eine Tür. Wusste ich doch. Das ist jetzt hier aber Prozorg. Stimmt, das hat er doch verschrieben bekommen. 150 Tabletten von Saturnax. Jorok irgendwas. Oh, Tagebuch. Letzte Nacht habe ich von einem albtraumhaften Ritt durch die Massen der Armen geträumt. Der Traum verfolgt mich. Ich bin von dem Dreck und dem Krach schier benommen. Meine Kutsche kippt um und die Menge schlägt über mir zusammen wie eine Welle und zerdrückt mich mit dem Griff der Erde selbst. Ihr Speichel brennt auf mir wie das Feuer der Gefühle. Verzweiflung steigt in mir auf und dann Luft, süße Luft. Das erinnert mich schon wieder an Sartorius. Fegt die Menge hinweg. Ist dies ein Zeichen für meinen Niedergang oder ist es nur mein Werk? Können wir da? Okay. Da sind doch so viele Zettelchen. Naja, gut, dann nicht. Was ich nochmal sagen wollte, was ich ziemlich cool... Oh, Gift. Poison. Okay. Was ich sagen wollte, ist, dass ich finde es eigentlich sehr cool, dass wir dieses Kapitel, weil wir sind ja am Anfang eigentlich mal auf den Saturnax gegangen, aber konnten ja nicht weiterkommen. Und ich finde es eigentlich sehr cool, dass wir dieses Kapitel jetzt ganz am Ende haben, weil wir erfahren jetzt so viel, also jetzt mit Alexandria und so. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil wir das vorher alles gar nicht wussten. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will, weil hätten wir das so am Anfang schon alles gewusst hätten, wären die uns gleich so komisch vorgekommen und so konnte ich in der Zeit einen richtigen Hass auf Kane entwickeln, ja? Und mich in Lucien verlieben. Okay. Kann man nach unten? Nee, nach unten kann man nicht gucken. Ein Leben lang für manche. Ein Leben lang einer verzweifelten Hoffnung folgend. Unsterblichkeit. Ich nicht. Nicht zu diesem Preis. Hm. Die Hölle ist besser. Ich bete. Ich kann nur noch um Vergebung bitten. Vergib mir meine Sünden. Habsucht, Trägheit, Neid, Lust, Betrug, Gier, Gefräßigkeit. Vergib mir. Welche heidischen Götter hat er da angebeten? Geboten? Nein. Ja. Warum können wir da eigentlich nicht aufs Bett? Da haben wir gar nicht drauf geschaut, ne? Upsala. Also, ich finde das jetzt ein bisschen doof. Oh, Spielfehlerpart. Ach nee, das war ja das Buch. Oh, ich bin ein bisschen verplant, Leute. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen?
Und zwar genau, Malvio war für mich bis jetzt immer noch der Normalste. Aber meine Sünden, ich meine, gut, diese Mönche denken ja immer, sie sündigen bei allem, aber ich weiß nicht. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, was die mit der Alexandria da vorhaben. Müssen sie die irgendwie töten? Mama, die ist doch auch gestorben, ne? Wir hatten doch auch ihren Geist, aber wir hatten doch, war das nicht Alexandria damals, der Geist im Tempel von Agrippa? Ja, oder? Weil sie hat doch gesagt, wir sollen die Alchemisten retten. Dann können sie ja eigentlich nicht böse sein oder irgendwas Böses angetan haben. Ui, das ist echt cool, dass wir eigentlich mal einen ganzen Part lang machen, immer hin und her fliegen. So, dann gehen wir jetzt wieder in den Keller. Wo war der jetzt nochmal? Wie gehe ich jetzt nochmal in den Keller? Da hinten durch, ne? Oder war das... Ja, da hinten durch. Und ich finde es auch cool, dass dieser Part am Ende ist, weil wir unten im Keller auf einen Grusel getroffen sind. Und Nemesis... Ich glaube, das Spiel hängt sich bald auf. Also echt... So, wo war jetzt diese Bodenluke hier? Oh, jetzt, wenn ich jetzt wieder in den Keller gehe, da sind dann wieder diese komischen Geräusche. Oh. Hallo? So. Hallo? Ich will doch nur da zu der Bodenluke. Bin ich jetzt blöd? So. Oh. Oh. Ja, alter Schnarchbolzen, ey. Ja, es ist okay. Ja, okay. So, wo habe ich jetzt den Zettel hier liegen? Und zwar... So. Ach so, den kann man auch hier anklicken. So. Den darüber, den... halb rechts, den... Na? Halb links und den auf die andere Seite rüber. Oh, wahrscheinlich muss man... Erschreckt man sich gleich hier, hä? Okay, und was jetzt? Ich dachte, dahinter geht die Tür auf. Okay, da. Okay, dann brutzeln wir doch mal wieder ein bisschen rum. Ich glaube Blei, aber ich bin mir nicht sicher. Aha. Das ist doch hier Zahnräder. Voll Mist-like hier. Da kann man was reinpacken. Das sind so komische Geräusche. Wo kommen die denn her? Oh, was liegt denn hier noch? Ein Schlüssel? Das sind diese Elemente, ha? Und die... Nee, keine Ahnung. Spielfehler, machen wir nochmal. Dies ist das Werk des Alchemisten. Erde und Luft, Feuer und Wasser, die unendliche Schlacht der Elemente, sowohl die Beständigen als auch die Flüchtigen. Ja, wir sind wieder hier Rechtschreibung, ne? Die Beständigen, die Flüchtigen. Doch kann das eine nicht ohne das andere sein. Drei festgehalten, so muss es sein, mit der großen Finsternis, wo der Mond die Sonne festhält und die zwei kämpfenden Herrscher des Kosmos sich in neuer Harmonie vermählen. Mann zu Weib, Gold zu Silber, König zu Königin,
Und die Quintessenz beherrscht alles. Ein Löwe, der eine Schlange frisst. Und ein Bienenkorb. Ich würde mir gerne das Bild genauer. Da sitzt auch irgendwas drauf, ein Hahn oder so. Da Sonne und Mond vereinen sich. Okay. Sehr merkwürdige Geräusche hier. Ja, das Blei packen wir mal ein. Und den Schlüssel auch. Genau. Sehr cool, da kann man immer noch hinklicken. ja. Okay. Ah, da kann man schon abkühlen. Oh, was sind denn das hier alles für Gerät? Da muss ich irgendwas gegenpacken. Aber ich muss jetzt erstmal checken, was das hier alles sein soll. Da kann ich dann auch was reinlegen. Da ist irgend so ein Hebel. Hier ist... Da kann ich auch was... Ach, das ist nur das da? Genau, und dann läuft es da rein und hier kann man es abkühlen. Und das... Ah, da kommt dann Lava... Okay, jetzt haben wir Lava drin. So, und wieder zu. Dann können wir doch jetzt hier die Lava... Oder sollen wir die Lava... Und was war da drüben? Hä? Dann lassen wir die Lava einfach mal an. Ah, jetzt. Gelb, blau. Oh, nee. Oh, shit. Oh. Das Bild hatte echt eine Bedeutung. Ja gut, dann müssen wir nochmal hochlaufen und dieses Bild genau anschauen. Scheiße. Ach Mist. Das habe ich jetzt echt... Oh, das habe ich nicht als Hinweis entdeckt. Ja gut, dann laufen wir nochmal. Leute, aber ich schaue jetzt gerade mal auf die Uhr und das kam wahrscheinlich durch die Leserei und so. Und weil wir endlich mal wieder in einem Part doch schneller vorankamen als in den letzten beiden. Ja, unsere Zeit ist eigentlich um. Ne? Weil wenn wir jetzt oben uns auch nochmal diese Farben anschauen, ich meine, bis wir dann wieder hier unten sind und nee. Dann machen wir doch das hier einfach im nächsten Part. Ich schätze einfach mal, hier muss ich das Eisen oder das Blei halt dann einschmeißen. Das wird hier geschmolzen. Dann pusten wir das trocken, dann, ja, ich habe keine Ahnung. Das machen wir einfach das nächste Mal und wir sehen uns das nächste Mal gleich oben direkt am Bett wieder. Und dann können wir uns das dann nochmal anschauen. Okay, dann... ich hoffe, fällt mir gerade so auf, dass jetzt hier nicht so eine Knisterei war im Part. Scheiße, habe ich gerade überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe die ganze Zeit hier mit so einer leeren... Hier... Tempo... Verpackung gespielt, beziehungsweise auseinandergerissen. Kleenex. Kleenex macht auch Taschentücher? Siehst du mal. Sehe ich jetzt erst. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.